Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zum neuen Vlog. Es geht nach Polen und das in 2 Stunden. Es ist ungefähr 0 Uhr und ich muss die Kleine noch versorgen, weil die eine Woche alleine sein werden. Lecker. Tote und aufgetaute Maus. Warum auch immer. Es scheint zu schmecken. Alter. Dieses gierige Viech. Das ist einfach nur geil. Schmecken lassen. Herzlich willkommen, Herr Seibt. Sind Sie motiviert für eine fast 700 Kilometer lange Fahrt? Ja, wir sind ja fast ja, 7 Stunden sind wir unterwegs. Jetzt erstmal, wir haben es 2:11 Uhr, wollen jetzt noch einen Schlüsseldienst ab. Dann so gegen 3 Minuten auf der Autobahn fahren. Denke ich mal, dass wir um 11 und 12 dann in Danzig sind. Wenn wir nochmal vielleicht eine Stunde schlafen, weil ich habe jetzt auch nicht viel gepennt. Außer wir jetzt alle in den Tod fahren, weiß ich noch nicht so ganz, ob wir da überhaupt ankommen. Ich denke mal ja weniger. Jetzt mal bitte. Achso, vielen Dank nochmal an die Leihgabe des Fahrzeugs an den sogenannten MEF-Fahrer, der seinen Führerschein verlor. Wann er was konsumiert hat? Meth. Nee, das stimmt. Bier. Bier. Ja, aber das war ganz schön viel Bier. Bitte schauen Sie auf die Straße, Herr Seibt. Nee, das müssen wir nicht machen. Der bunte Baum hängt ja nicht ohne Grund. Wir haben noch viel Hüte da. Das Auto wurde grundgereinigt, Alter. Wirklich, schaut euch nochmal einen Motox an dieser Stelle. Ich blende euch nochmal ein Foto ein hier von der Reinigung. So sah der Tank des Nassstaubsaugers danach aus. Und es ist ja immer noch nicht richtig sauber. Du kriegst diesen Geruch von diesem. Nee, raus. Das geht nicht. Ich greife gerade hier so rein, weil ich mal gucken wollte, was hier drinnen liegt, weil da irgendwas geklappert hat. Und finde einfach das hier. Das sind riesige Glassplitter. Das MEF-Mobil ist einfach wirklich. Markus Rühl. Also das ist kein MEF, das ist Glas. Also, ja, sag's ja noch. Also ich inspiziere jetzt mal kurz das MEF-Mobil, mit dem wir fahren. Das ist ja wirklich ein ganz schönes Auto grundsätzlich. Das ist ein Skoda Octavia, aber hier ist was los. Also ich will nie wissen, was für Dinge geschehen sind damit. Aber da wurden Leute VDM. Muss das so sein? Nee, muss es nicht. Darf das so sein? Ich hätte bitte noch erwähnt, dass hier 0W40 reingeschüttet worden ist heute. Und nicht auf meine Erlaubnis. Aber hier gehört 5W30 rein. Und ich hoffe, jeder, der eine Ahnung hat, weiß, was dann passiert. Ist das in Ordnung so? Oder? Ist da einiges in Ordnung? Junge, Junge, Junge. Ich hoffe, wir kommen einfach an. Nee. So, jetzt das haben muss wir jucken, Alter. Es muss einfach jucken. 7 Stunden vor uns. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Schlüsseldienst ist auch da. Herzlich willkommen. So, was ist an der Tanke? Ich habe erstmal 2 Tiski geholt. Kannst du mal bitte filmen, dass hier ein Formel 1 Auto herkommt am Wochenende? Wild, Herr Bibi. Will noch jemand eins haben? Na gut. Ich muss mich ja hier mit meinem Nachbarn gütlich tun. Junge, das ist wirklich sexy. Das wäre sehr Baba Habibi. Wie geht's euch, Shababs, da vorne? Na, mir geht's gut. Junge, für die Brüder. Das ist hier für die Männer. Haben wir heute eigentlich schon mal eingeschissen? Boah, Mann, halt mal. Das haben wir ganz vergessen. Tot für Jürgen Schad. Ja, grüß dich. Tot für Jürgen Schad. Schmeckt das. Alles verwühlen. Ich hab schon geschlafen. Ich hab meinen Film genossen. Mein Gott, nee, das kann doch alles nicht sterben. Ich glaube, der hat eingeschissen. Trockenfisch zum frühen Morgen. Trockenfisch! Dobri Arsch. Dobri Den. Der Einkauf direkt hinter der Grenze. Erstmal noch ein schönes Civet. Jim Water. Extrem scharfe Pepperoni und Chips. Und der gute Herr Seib, der ballert sich hier mit Koffein zu. Denkst du, du bringst uns sicher ans Ziel? Nein. Ich komme auf dieses Jim Water nicht klar in dieser Flasche. Das ist einfach nur schön. Aber jetzt gibt es erstmal hier ganz, ganz anderes Water. Bitte mal kurz. Alles Mögliche im Haus. Gesunde Ernährung zum frühen Morgen. Gib den Rest ein Tintling.
immer rein in den Findling. Halt's Maul. Tipps. Das ist geil, oder? Lass doch mal mein Bier auf. Oh, könnt ihr bitte auch mal das Bier aufmachen? Wir haben Brand, das ist früh um 5. So, es ist früh um 5. Prost. Ja, das schmeckt. Trockenfleisch! 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 Leer bitte! Und das nächste schmecken lassen, Habibi! Mann, das ist schon wieder Zeit. Wo ist jetzt wieder Bier? Nee, wir pennen. Ich auch. Bitte sponsert uns einen T6 Caravelle mit Dachschlaf. Hier, so, weißt du? Also unser Fahrer, der ist müde. King of the Night. Wir holen den Mann jetzt einen King of the Night. Denkst du, das wird noch was? Warte. Ich hoffe, wir sterben nicht. Ja, nee, vor um 12. Es ist einfach um 6, Alter, durch. Und ich hab. Ich muss sagen, die halbe Stunde oder was das war, die ich genächtigt habe, tat gut, aber ich habe dann Knieprobleme bekommen. Also hinterm Fahrer ist kein schönes Fahren. Das ist unfassbar. So, es wird erstmal hier gepennt. Ja, Maul halten, mach die Funzel aus, sonst kracht du und. Stinkt das so nach Knoblauch? Weil wir nur Knoblauch gefressen haben. Junge, das wird doch nicht schön. Können wir bitte die Zentralfabrik? Wir kommen sowas niemals an. Was ist denn das? Das macht mich alles wirklich krank. Das stinkt wirklich widerlich. Warum stinkt das so bisherlich? Wir werden alle verunglücken. Ja, was ist das? Alles gut? So, es ist 9.30 Uhr. Wir haben noch irgendwie 2,5 Stunden ungefähr vor uns. Ja, ungefähr. Die Beine sind jetzt mehrfach eingeschlafen. Hier gibt es ein KFC. Lass auf das Ding. Vielleicht nimmt es einer mit. Dann sind wir's los. Oschi! Und wie ist die Fahrt so? Wie ist es? Ja, ich habe 1,5 Stunden geschlafen. Mir geht es eigentlich blendend. Es ist halt. Ja. Es tut alles weh, das Auto ist viel zu klein, ich bin zu fett. Ah, ich bin fein zu tun zum Morgen, Alter. Das ist das Mittagessen eines Gewinners. Was für Mittag? Frühstück? Ja, Frühstück hatten wir halt schon. Es ist aber noch vor um 10. Muss ich mir nur vom Buggy auf einen Trainer oder einen Smeltern. Es gibt einfach so eine Art Frühstücksmenü bei KFC, das ist sehr faszinierend. Das hab ich ja nie gesehen. Polen hat mehr KFC an Raststätten als ganz Deutschland überhaupt. Mhm. Rutscht zwar alles vom Brot, aber naja. Die Pommes sind ungesalzt und roh. Ja, die sind wirklich kacke. Aber egal. Für umgerechnet gefühlt 70 Cent. Ja. Ich habe jetzt schon das 8. Mal geschissen oder so. Mägen sind vollgeschlagen. Boah, Junge! Ist das widerlich, du Hurensohn! Es gibt schon wieder ein KFC an dieser Tankstelle. Also an jeder Tanke gibt es ein KFC und Alter, da sind wir bald da. 40 Minuten. Junge, ich kann nicht mehr. Ich auch nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich rufe mir jetzt ein Taxi, ich hab schon Bock mehr. Nut, nut! Sag lieber, ja. Die Maut! Die Maut wird bezahlt! Yeah, 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 die Maut! Maut habe ich saved! Wir sind natürlich viel zu früh und können noch nicht ins Hotel einchecken, aber die sagen, ja, eine Stunde eher ist möglich. Das heißt, wir haben noch eine Stunde ungefähr rumzukriegen und gucken uns jetzt erstmal das Meer an. Also was wir hier gerade für Viertel durchquert haben und Danzig ist wirklich sehr groß, also viel größer als ich dachte.
Das Hotel ist auch sehr weit vom Meer weg, aber trotzdem sehr schön gelegen. Also, das ist es mir. Und so kalt ist es auch gar nicht. Geil. Oh, herrlich, wir haben es geschafft. Da ist der riesige Hafen. Wie viele Leute hier sind Montag um 1:45? Alter, heftig. Du rupfst das halbe Auto auseinander. Ja, Zeit fürs morgendliche Workout. Gehen wir dann ins Studio? Also, nee. Also, sorry, aber nee, oder? Nova Sushi? Was ist hier los? Also, ich weiß nicht. Ich weiß halt nicht, was es schmecken soll. Na, Zucker. Müll. Aber sieht aus wie ein Handel. Das sieht so aus, ja, oder? Das ist, okay. Alles klar. Junge. Nee, wirklich, danke nochmal für das Auto. Das ist einfach schön. Wir sind komfortabel gereist. Ja. Die Shopping-Tour beginnt, bis wir ins Hotel kommen. Diese miese Mall hier bildet den Anfang. Ich konnte nicht der Versuchung widerstehen, hier bei diesem wunderbaren Konditor. Jetzt wird sich erstmal massiv gegönnt zum Frühstück. Also zum dritten Frühstück gefühlt. Vielen Dank, Alter. Was gibt's denn hier eigentlich? Alter, das ist einfach nur. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich werde das jetzt essen. Ich auch. Das ist schon. Abgezogen. Das ist sexy. Sieht gut aus. Danke gleichfalls. Mhm. Mal. Greifen Sie zu. Der Schlüsseldienst holt natürlich direkt die ganze Packung. Tschüss. Grüße gehen raus an Winfried. Also ich habe jetzt offiziell mehrere Latten. Das schmeckt. Nach hinne. Na? Ich trinke keinen Kaffee. Also ich muss sagen, das hier ist die geilste Mall, die ich bisher gesehen habe eigentlich. Die ist riesig. Und guckt euch das an. Hier fließt einfach der Fluss durch. Junge. Sheesh. Wünsch dir was, mein Schatz. Nein. Sprich nicht laut. Junge. Sprich nicht laut aus, damit es in Erfüllung geht. So, es wurde mies geshoppt und zwar das hier. Nun. Und eine Badehose, die eigentlich eine Basketballhose ist, aber Hauptsache es kann in den Pool gehen. Wir sind eingetroffen. Einstecken vielleicht? Wo denn? Oder? Ach nee, da ist nicht so weit. Dran halt, du währenddessen schließen. Unten dran halten vielleicht. Aber das gerne mal halten. Hey, die, meine blinkt anders. Hä? Deine blinkt anders. Meine geht gar nicht. Was ist denn das jetzt? Ist das gar nicht unseres. Doch. Nimm mal deine Karte. Na lol, es geht nach innen. Oh mein Gott, es geht nach innen auf, Alter. Oh. Ich gehe jetzt rein. Also ich schlafe beim Tindling. Na, ich gehe hier. Gut, gut. Gut. Na, ist mir egal. Ich hab's bezahlt. Ich darf hier schlafen. Super. Was ist denn das für eine Scheiße? Na, wir schlafen halt nicht. Also ich habe eigentlich Einzelbetten angekreuzt, aber... Na, so wird's ganz erotisch heute. Das können wir nie machen. Das messen wir ein. Also der Ausblick ist absolut legendär. Einfach die Baustelle. Das ist geil. Das ist wirklich absolut legendär schon wieder. Also die andere Seite von unserem Hotel ist einfach nur ein traumhafter Ausblick auf die Stadt mit dem Fluss und so. Aber wir haben die Seite hier. Naja. Ah, die Glotze ist stabil. Gemütliche Schuhe, Alter. Die haben wir. Junge, was ist denn das?
Habt ihr schon mal eine Klimaanlage gesehen, die bis minus 4 Grad geht? Das ist für Leute, die ihre Opfer entführen und dann noch kühl halten wollen. Da distanziere ich mich ausdrücklich. Pule. Pröstele. Das Wasser ist so kalt, Alter. Alter. Das ist richtig kalt. Ich bin trotzdem im Bett. So, Leute, wie man sieht, es ist höchste Zeit, schwimmen zu gehen. Oh Gott, verdammte Lifestyle, Alter. Ich würde machen, das ist geil. Einfach nur höchste Zeit für Männerliebe. Ja. Ohne Scheiß, das war ein sehr, sehr geiler Sauna- und Wellnessbereich. Während ich hier hart am Schneiden, Rendern, Hochladen bin, wird hier gerade das zweite Bett angeliefert, weil die ja nicht beide auf diesem witzigen Sofa schlafen können. Das ist kein Haus. Das ist so geil. Ich bin froh, dass ich hier schlafe. Ich bin auch froh, dass ich mit dir hier die Nacht verbringe. Ja. Mashallah. You can stay here if you want. Nein. It's just an offer. Nein!